Kia von 1971 mit den mittelgroßen Rückleuchten, aber noch den runden Stoßstangen. Ist einmal überlackiert, im Großen und Ganzen ansonsten im Original. Ganz tolles Blech für einen Kaman, hat einen neuen Vergaser mal bekommen, gar nicht so lange her. Steht schon viele Jahre, war zwar immer zugelassen, aber wurde nie gefahren. Batterieboden schaut nicht schlecht aus. Von unten auch keine Durchrostungen zu finden. Ist der Halbautomat, funktioniert sogar. Wer will, kann ein Schräglenkergetriebe dazu bekommen. Natürlich aufpreispflichtig. Kante hier unten, bisschen Flugrost, so normalerweise immer verfault sind. Hat noch die Leisten um die Scheiben, ebenso die Zierleisten hier unten, beziehungsweise keine zugemachten Löcher. Gute Wagenheberaufnahmen, alle Sicken vorhanden. Innen, die Innenausstattung ist noch die vom Werk, entsprechend verwohnt. Nach rund 50 Jahren. Aber da unten überall noch die Original-Dämmmatten in dem selber gestrickten Teppich. Gute A-Säulen, gute B-Säulen, sehr gute Türen, gutes Spaltmaß. Auch um den Tankdeckel alles in Ordnung. Luftkästen und so weiter, alles in einem ganz tollen Zustand. Hier haben wir eine traumhafte Reserveradwanne mit beiden Knotenblechen noch. Kein Schaden, alles tipptopp. Traumhafte Stehbleche. Hatte mal eine Klimaanlage. Hier liegen noch diverse Leitungen, ebenso am Wagenboden sieht man auf dem Video von unten. Auch hier um den Lampentopf alles gut. Da unten genauso. Sicken, Türen. Alles so, wie es sein soll. Seitenscheibe hat Kratzer, die sollte man erneuern. Ein scheußliches US-Lenkrad, aber glücklicherweise gibt es ja das Original-Lenkrad. Himmel ist keiner mehr vorhanden. Ein zwischenzeitlich selten gewordener Kaman, aus dem man was machen kann.